Liebe Geschwister, ich bedanke mich für das Feedback im Allgemeinen in Bezug auf das Gemeindeleben. Und der Prophet sagte auch, sallallahu alaihi wasallam, Allahs Segen und Frieden sei mit ihm, dass diese Religion der aufrichtige, gute Ratschlag ist. Und dies bringt die muslimische Gemeinde insgesamt immer weiter. Und sicherlich ist es das Anliegen einer Khutba, den Iman zu stabilisieren und ihn zu stärken. Aufgrund der Lage der Muslime ist es hin und wieder dennoch notwendig, dass wir gesellschaftspolitische Themen ansprechen und Debatten auch anstoßen. Aber wie gesagt, wertgeschätzt ist dieses Feedback allemal und dies nehmen wir immer auf in unser Leben, in unsere Gedanken, bevor wir einschlafen, wenn wir aufwachen, manchmal sogar mitten in der Nacht. Ah, wie war doch mal, was der Bruder dort sagte, was die Schwester uns geschrieben hat. Ja, damit arbeiten wir. Und das ist wertgeschätzt. Liebe Geschwister, die Steigerung des Iman, die Absicherung des Iman, möge heute unser Thema sein. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, in einem Hadith, der sowohl von Bukhari als auch von Muslim dokumentiert und verifiziert wurde, ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ. Drei Dinge, die, wenn er oder sie verinnerlicht, er oder sie die Süße des Iman schmeckt. Al-Halawa, Al-Halawiyat, ja. Egal welchem Araber man das Wort Halawiyat, ob Jude, Christ, Atheist, Muslim vornehmlich, das Wort Halawiyat in sein Ohr hineinschenkt. Ah, denkt er Süßigkeiten. Also hier geht es um die Süße des Iman. Wer diese drei Dinge verinnerlicht hat, der wird die Süße des Iman schmecken. Iman hat einen Geschmack, liebe Geschwister. Ist nicht nur etwas Rationales, ja, wie eine mathematische Gleichung gelöst und dann, chalas, weiter geht das Leben, sondern es hat einen Geschmack. Und wenn man auf den Geschmack erstmal gekommen ist, dann wird man diesen Geschmack nicht vergessen. Ein Bruder, der weltlich gesehen eine wundervolle Karriere hingelegt hat und viel Geld gesehen hat und sehr viel Ruhm gesehen hat, aber in dieser Zeit leider auch vom Weg abgekommen ist, wobei er das Gebet immer beibehalten hat. Er sagte mir eines Tages, bevor er diesen Ruhm und dieses Geld gesehen hatte, war er sehr religiös gewesen. Ging regelmäßig in die Moschee, las sehr viel Koran. Und er sagte, in der Zeit, als dann die Welt ihm Zucker gegeben hat und von den Verführungen gegeben hat oder er angenommen hat, hat er trotzdem, dass er die Welt quasi in seiner Hand hatte und leider auch in diesem Moment in seinem Herzen bis zu einem gewissen Grade, dieses Lebensgefühl nicht mit dem Lebensgefühl vergleichen können, als er damals noch arm und unbekannt gewesen ist, aber eine gute Beziehung zu Allah Ta'ala hatte. Und diesen Geschmack, liebe Geschwister, thematisieren wir heute. Diese drei Eigenschaften nehmen wir also mit in unser Leben. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. Dass Allah und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahs Gesandter, ihm lieber sind als alles andere. Das ist die erste Angelegenheit. Wer sie verinnerlicht hat, der wird die Süße des Iman schmecken. Zweitens, أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. Dass man eine Person liebt, einzig aufgrund der Verbundenheit mit Allah Ta'ala. Ansonsten wäre man sich vielleicht nicht sympathisch. Ansonsten hätte man vielleicht keine gemeinsamen Interessen oder einen Charakter, der von der Struktur her eher Abstoßung generiert. Ja, manche Menschen passen charakterlich nicht gut zueinander. Ja? Die besten Muslime können die besten Muslime sein, aber trotzdem in der Ehe beispielsweise nicht miteinander harmonieren oder als Freunde weniger miteinander harmonieren. Ja, natürlich gibt es ein Mindestmaß, was der Prophet Muhammad von uns gefordert hat, was der Islam von uns fordert, aber wir verstehen das alle. Aber dass man eine Person zu lieben vermag, gern hat, obwohl einen eigentlich gar nichts verbindet, außer die gemeinsame Religion.
وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. Und dass er es verabscheut, zurück in die Zeit der Dunkelheit, zurück in die Zeit der Gottesleugnung, in die Zeit der Unwissenheit, zurückzukehren, so wie er es ist, so wie er es verabscheut, ins Feuer geworfen zu werden. Lass uns über diese drei Eigenschaften sprechen, dass man Allah Ta'ala und seinen Gesandten mehr liebt als alles andere, dass man Menschen zu lieben vermag, obwohl man eigentlich keine Gemeinsamkeiten hat, aber es ist um der Religion willen, und dass man es verabscheut, zum Kufr zurückzukehren, zur Gottesleugnung zurückzukehren, falls man einmal in diesem Zustand war, oder in diesen Zustand hineinzugeraten, so wie man es verabscheuen würde, ins Feuer geworfen zu werden. Ja, Iman, liebe Geschwister, hat nicht nur einen Geschmack, nicht nur einen Nährwert, nicht nur einen Benefit, etwas, was einen weiterbringt, sondern zusätzlich auch noch einen Geschmack. Und wir wissen auch, wie bei der Ernährung der Geschmack auch wichtig ist. Wenn es noch gut schmeckt, dann werden wir uns immer gesund ernähren. Wenn es nicht schmeckt, dann wird es schwer. Aber Iman hat beides, liebe Geschwister. Der Islam hat beides. Hat das, was man benötigt, essentiell, Nährstoffe, aber nicht nur Nährstoffe, sondern auch einen wunderbaren, einzigartigen Geschmack, liebe Geschwister. Wie kann einem der Prophet lieber sein als jeder andere Mensch? Sallallahu alaihi wasallam. Natürlich muss man ihn zunächst einmal studieren, ihn kennenlernen. Und wir haben, Alhamdulillah, von unserer Gemeinde ein Projekt. Unser Bruder Yassin, der immer die Ansprachen macht nach der Khutba, hat sich die Mühe gemacht, 300 Geräusche in ein Hörspiel einzubauen, mit seiner wunderbaren Radiostimme die Sira aufzusprechen. Weil einige von uns haben leider eine Behinderung, dass sie nicht gerne lesen. Und das behindert sie in ihrem Leben vollumfänglich, was die Dunya anbelangt, aber auch die Akhira anbelangt. Und dafür haben wir ein Hörspiel gemacht. Hier hinter diesen Mauern haben wir die Media AG, und über 400 Minuten warten hier auf euch. Ja? Ein günstiges Format, 10 Euro. Was sind schon 10 Euro, liebe Geschwister? Ja, 10 Euro verliert man und man trauert ihn noch nicht mal nach. Ach, schon wieder 10 Euro in der Bahn liegen lassen, muss besser auf meine Taschen aufpassen. Und schon ist der Gedanke vergessen. Ja? Wir müssen, und abgesehen davon, es gibt sehr viele Bücher, sehr viele Hörspiele, sehr viel kostenlos auch, ja, auf YouTube etc. Wir müssen unsere Religion studieren. Wie können wir sagen, Allah ist uns lieber, der Prophet ist uns lieber als alles andere, wenn wir nicht Informationen sammeln, wenn wir uns nicht mit ihnen befassen? Und dann werden wir staunen müssen, liebe Geschwister. Und wir werden auch dankbar sein müssen. Wisst ihr, was einen sehr reichen Politiker in Arabien umgehauen hat? Der wusste alles von der Sira. Ja, die Basics, die man halt zu wissen hat. Aber es hat ihn nicht berührt. Und er kam eines Tages in ein Sira-Museum. Ein Museum, was sich gedacht hat, wir werden die Dinge bildlich darstellen. Und dann stand er in den Abmessungen eines Zimmers des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wobei korrekterweise muss man sagen, hat er kein eigenes Zimmer gehabt. Er hat keine eigene Wohnung gehabt. Er hat keinen eigenen Raum gehabt. Wir alle, wir kennen es, ein eigenes Zimmer zu haben, oder die allermeisten von uns, oder eine eigene Wohnung zu haben, oder eigene Wände. Wir können uns zurückziehen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat kein eigenes Zimmer gehabt, keine eigene Wohnung. Die Wohnungen waren den Frauen zugeschrieben. Ja, Hujrat Aisha, man spricht vom Zimmer Aishas, von der Wohnung Aishas beispielsweise. Aber ihr werdet nicht Hujrat an-Nabi finden, sallallahu alaihi wasallam, in der Sira. Keine eigene Wohnung, kein eigenes Zimmer. Und ich sage euch maximal, und das sage ich nur, um auf der sicheren Seite zu sein. Nicht, dass da irgendjemand nachrechnet und andere Kriterien anlegt und dann meint, ich hätte mich um einen Meter verrechnet. Ich sage maximal, war eine Wohnung, und zwar, ich meine das Zimmer mit dem dazugehörigen Hof, 40 Quadratmeter von einer seiner Frauen. Maximal. Maximal. Ja. Eine Schätzung, ja, als ich die Bilder ungefähr schätzen musste, kam auf 8 Quadratmeter, war das Zimmer gewesen. Da habe ich gesagt, komm, mach mal 16 draus. Ja? Mach mal 24 draus, habe ich gesagt. Ja? Plus 16, plus den Hof, machen wir 40. Khairan inshallah, damit niemand irgendwie was sagen kann am Ende. Und die Person stand dann, ja, in diesen, weiß ich nicht, 4x4 Metern, Pi mal Daumen, nehmen wir die Mitte, und ist dann zusammengebrochen. Das war
das Anwesen, die Wohnung, das Haus vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Wie werden wir lieben können, wenn wir nicht Allah Ta'ala kennen, wenn wir nicht den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kennen? Und wenn wir sie kennen, liebe Geschwister, werden zwei Dinge aufkommen. A, Dankbarkeit und B, Staunen. Wie kann man so leben, wie der Prophet gelebt hat, sallallahu alaihi wasallam? Ist nicht möglich. 23 Jahre lang beobachtet. Die einzige Situation, in der er nicht beobachtet war, liebe Geschwister, war, als er sich zurückgezogen hat, um dem Ruf der Natur nachzugehen. Und selbst bezüglich dieses menschlichen Ereignisses hat er uns mitgeteilt, wie wir uns sauber zu halten haben und weitere Verhaltensweisen. Ansonsten war er ständig unter Menschen, 23 Jahre lang. Wir können das manchmal vielleicht nicht 23 Stunden aushalten, ständig unter Leuten zu sein. Er war es, subhanallah. Bringt uns zum Staunen, oder? Sollte auch unsere Dankbarkeit steigern, auch wenn wir das Leben des Sahabis betrachten. Allah Ta'ala zu danken. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Und wenn ihr die Gaben von Allah Ta'ala aufzuzählen versucht, ihr werdet sie nicht aufzählen können. Aber dass wir versuchen, ja? Alhamdulillah, ja? Wir, die meisten von uns sind mehr als kerngesund. Wir alle leben in Sicherheit. Wir alle haben ein soziales Netz, was uns irgendwie auffangen wird. Ein finanzielles Netz. Ja, wir haben alle Ausbildungsmöglichkeiten, Entfaltungsmöglichkeiten. Ich habe gestern bei meiner Mutter, ich habe zu Hause keinen Fernseher, bei meiner Mama, hat einen Fernseher, habe ich Al Jazeera mal eingeschaltet. Und subhanallah, in bettelarmen Dörfern, in, ich weiß nicht, Indien, Pakistan oder Bangladesch, ich habe nicht so lange den Bericht mir angeschaut, ja, machen sie Intelligenztests mit den quasi Kindern, die mehr oder weniger auf der Straße leben. Und subhanallah, da sind einige oft dabei, die IQ von über 150 haben. Und dann das Erste, was derjenige, der diesen IQ-Test, über 150 hat er, gesagt hat, als er gefragt wurde, was willst du mal werden? Stell dich mal vor, ihr habt einen IQ von, nehmen wir sagen nur 50, wir haben einen IQ von nur 50. Was wollen wir werden? Ja, wir wollen Arzt werden. Wir wollen Ingenieur werden. Wir wollen, ja, wisst ihr, was er gesagt hat, subhanallah, zum Heulen. Er sagt, ich will meinen Eltern helfen. IQ von 150, er wird gefragt, was willst du mal werden? Er sagt, ich möchte meinen Eltern helfen. Subhanallah. Wir haben hier alle Möglichkeiten, Berufsinformationszentrum, Sozialarbeiter hier, Lehrer dort, Vertrauenslehrer und Universität und der zweite Bildungsweg und die Fachhochschule und. Wenn wir nicht fleißig genug fürs Abitur sein wollten. Subhanallah, wir müssen dankbar sein, liebe Geschwister. Gerade wir müssen dankbar sein. Ich will meinen Eltern helfen, subhanallah. Subhanallah. Denken wir so, wir müssen irgendwie unseren Eltern helfen, sie aus einem Slum rausholen? Subhanallah, wir müssen wirklich dankbar sein. Ja, Allah. Und manchmal, liebe Geschwister, sollten wir uns fragen, warum haben wir denn so viele Probleme? Warum werden wir so oft krank? Warum gehen die Dinge so oft schief? Weil Allah Ta'ala uns erzieht zur Dankbarkeit, indem er uns gewisse Dinge für einen Zeitpunkt manchmal auch wegnimmt. Weil das manchmal die einzige Art ist, wie wir Dank bekommen können. Ja? So, oh, jetzt weiß ich wieder die Gesundheit zu schätzen. Ja, wir sind Esel. Haben die letzten 20 Erkältungen nicht genügt dazu, dass wir endlich mal unsere Gesundheit schätzen und mal dankbar sind, einfach mal nur so? Oh Allah, übrigens danke, dass ich gerade noch, dass ich gesund bin. Wollte ich einfach mal so gesagt haben. Hier, 2 Euro vielleicht in die Sadaqa-Büchse. Einfach mal so. Oh Allah, ich will irgendwie dankbar heute auch mal leben, nicht nur so Alhamdulillah gesagt haben, mal jemanden anrufen, mal was Gutes tun, 2-3 Euro, einen Schein vielleicht in die Sadaqa-Büchse etc. Ja? Entbehrung führt oft zu Dank und deswegen geht es uns manchmal schlecht, liebe Geschwister, weil Allah Ta'ala uns zum Dank erzieht. Jetzt, liebe Geschwister, staunen. Allah Ta'ala sagt im Koran, in Surat Fussilat, die 41. der Chronologie nach, beziehungsweise nicht der zeitlichen Chronologie, sondern der Reihenfolge des Mushafs. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Allah Ta'ala spricht als König im Plural des Majestätes. Wir werden ihnen unsere Zeichen an den Horizonten im Universum zeigen,
und in ihnen selbst, bis ihnen klar wird, dass es, der Koran, der Islam, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die Wahrheit ist. Zeichen am Horizont, im Universum und Zeichen in uns selbst. Ibn Kathir hat in seinem Tafsir, davon gibt es übrigens 10 Bände und das ist die gekürzte Version, hat gesagt, das bezieht sich auch auf den Aufbau unseres Körpers. Subhanallah. Ich als Vater versuche immer, mit meinen Kindern tolle Erlebnisse zu haben, Qualitätszeit zu verbringen, ja? Und Spiel gleichzeitig auch mit einem Lerneffekt zu verbinden. Deswegen mag ich Tip-Toy-Bücher, deswegen mag ich Lego und Lego-Technik. Ich kann das als Vater empfehlen, ja? Und wir bauen gerade an einem Lego-Set knapp 2000 Teile. Mein Sohn gestern, als wir nur die Motorhaube eingebaut haben und die kann man aufklappen und zuklappen und darunter sieht man die Zylinder, den Motor. Als ich gesagt habe, tu die Motorhaube einsetzen, sagte er, nein, das kann ich nicht. Er war so aufgeregt. Und dann, als er sie eingesetzt hat, hat er mich angeguckt und dann umarmt. Subhanallah, wegen 2000 Teilen. Wegen 2000 Teilen. Wie viele Zellen sind in unserem Körper drin? Schlag das bitte selber nach. Subhanallah. Unser Körper, wie besonders er ist. Wir müssten zerfließen in der Niederwerfung und sagen, oh Allah, du hast mich aus so vielen Teilen zusammengesetzt. Auf beste Art und Weise, subhanallah. Staunen. Wie viele Zeichen hat Allah Ta'ala an den Horizonten im Universum verankert und in uns selbst, subhanallah. In uns selbst. Einer meiner Freunde in Ägypten, ja, ein guter Lehrer, er sagte mir, subhanallah, ist es nicht schön, dass wenn wir als Ehemänner auf unsere Ehefrau schauen, Begehren empfinden und nicht dasselbe, wenn wir auf Tiere schauen beispielsweise? Ist das nicht besonders, wie Allah Ta'ala uns gemacht hat? Er ist, wie gesagt, humorvoller Lehrer. Aber am Ende, als ich darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, nein, das ist doch schön. Es ist doch irgendwie, Alhamdulillah, dass wir diese Gefühle nicht haben, wenn wir auf Gegenstände oder Tiere schauen. Alhamdulillah. Ja, wie besonders wir sind. Wenn wir Allah Ta'ala Schöpfung studieren, wir werden aus dem Staunen nicht mehr rauskommen, liebe Geschwister. Und Al-Qurtubi bezog diesen Vers auf das Universum. Hier ist sein Tafsir, ja, auch nicht billig, aber trotzdem unbezahlbar. Ich habe für dieses Werk, habe ich nebenbei bemerkt, 75 Euro bezahlt, ich sage es unbezahlbar. Und hätte es 750 Euro gekostet, hätte ich mir bei euch Geld geliehen. Aber es ist unverzichtbar. Ja, das sage ich auch deswegen, damit ihr hier diese 10 Euro investiert. Und ihr wisst Bescheid, wenn ihr da in den Infoladen reingeht und sagt, ja, ich habe viele Kinder und ja, ich bin noch Schüler. Ja, ihr kriegt immer Rabatt. Kriegt ihr immer. Aber fragt euch, wollt ihr diesen Rabatt in Anspruch nehmen? Aber ihr werdet ihn bekommen. Stimmt's, Yasin? Er sagt jetzt nichts, er schweigt. Schweigen ist Zustimmung. Imam al-Qurtubi sagte, dass sich dieser Vers auf die Schöpfung der Himmel, Mehrzahl, weil Allah Ta'ala sagt im Koran, dass er 7 Himmel erschaffen hat, und auf die Erde bezieht. So viele Zeichen, ja, sind dort verborgen. Und Imam al-Qurtubi bezieht dies auch auf die Natur. Und er sagt, studiert die Pflanzen, ja, die Flora und Fauna. Und ihr werdet Zeichen Allah Ta'alas in der Botanik, ja, und in der Flora und Fauna finden. Und jetzt, subhanallah, liebe Geschwister, ein Vers, der uns umhauen sollte. Inna zayyanna as-samaa'a ad-dunya bi zinatil kawakib. Und wir haben den untersten Himmel mit einem Schmuck geziert, mit den Sternen, den Himmelskörpern. Der unterste Himmel von 7 Himmeln. Ja? Wir kennen gar nicht den Himmel ohne Sterne. Bis dahin sind wir noch nicht durchgedrungen, liebe Geschwister. Ich habe mal nachgeforscht. Also ein Stern ist ein selbstleuchtender Himmelskörper. Und nach Schätzungen der Astronomen gibt es im gesamten Universum 100 Milliarden solcher Galaxien, 100 Milliarden Galaxien mit etwa 70 Trilliarden Sternen. Ich weiß nicht, was eine Trilliarde ist, das habe ich da nachgeschlagen. Das ist eine sehr große Zahl, besteht aus einer 1 gefolgt von 21 Nullen. Eine 1 mit 21 Nullen
70 Trilliarden Sterne gibt es schätzungsweise. Ja? Und die sind, liebe Geschwister, nur im ersten Himmel. Und ein Stern ist ja ein Himmelskörper, der von selbst leuchtet. Wir wissen, wie schnell Licht sich bewegt. Was ist also, liebe Geschwister, mit den 6 Himmeln, wo das Licht der Sterne niemals diese 6 Himmel erreichen wird? Weil Allah sagt, dass der, was wir teilweise auch sehen, ist nur das Licht von bereits, da gibt es ein Fachwort dafür, also Sterne, die nicht mehr existieren, ja, die sind schon verglüht, glaube ich, sagt man. Aber das Licht braucht immer noch, obwohl schon, ja, seit langer, langer, langer Zeit existiert der Stern nicht mehr, aber sein Licht wandert noch zu uns. Aber es gibt 6 Himmel, da wird niemals das Licht eines Sterns diesen Himmel betreten. So gewaltig, liebe Geschwister, ist Allah Ta'ala Schöpfung und sein Universum. Wow, subhanallah. Was soll man dazu sagen? Ja? Was kann uns eigentlich von dieser Besonderheit, von dieser Unglaublichkeit in diesem Sinne, ich meine, wir müssen ja Iman haben, ja, aber im Sinne von das so Erstaunliche, das ist das richtige Wort. Ja, unglaublich ist, glaube ich, das falsche Wort. Ist das falsche Wort. Diese Erstaunlichkeit von unserem Selbst und vom Universum, wie können wir davon überhaupt abgelenkt sein? Wie können wir nicht ständig in einem Zustand des Erstaunens uns befinden? Lassen wir uns von so billigen Sachen ablenken, wie diese glitzernde Welt, die keine, also die nur glänzt, aber die nicht strahlen kann aus eigener Energie, ja? Subhanallah, ich sag euch, was es ist oder was es auch ist. Allah Ta'ala sagt im Koran, Innahu la yuhibbul mustakbirin. Allah Ta'ala, er liebt die Hochmütigen nicht. Und Allah Ta'ala sagt im Koran, Sa'usrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayril haqq. Abwenden will ich von meinen Zeichen. Das heißt, Allah Ta'ala hat sehr viele Zeichen im Universum, in uns selbst verankert. Bis wir dazu kommen müssen, eindeutig, der Islam ist die Wahrheit, der Koran ist Allahs Wort, der Prophet Muhammad ist sein Entsandter. So viele Zeichen, so zahlreich, so besonders, so erstaunlich. Aber wir nehmen sie manchmal nicht wahr. Warum? Allah Ta'ala sagt im Koran, abwenden will ich von meinen Zeichen, das heißt, sie existieren, aber sie werden abgewendet von denjenigen, die sich im Lande hochmütig gegen alles Recht gebärden. Hochmut. Der Hochmut führt uns dazu, liebe Geschwister, einige Zeichen von Allah Ta'ala nicht richtig wahrnehmen zu können. Deswegen soll das eine große Warnung für uns sein, liebe Geschwister, unser Herz davor zu bewahren. Wir müssen unseren Iman bewahren, den Iman schützen. Ich wollte einen Hadith nachschlagen. Der Hadith, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt haben soll, dass der verbotene Blick auf das andere Geschlecht ein Pfeil vom Scheitan ist, der Gift, der vergiftet ist. Und derjenige, der diesen verbotenen Blick unterlässt, der sagt, nee, mach ich nicht, der wird die Süße des Imans schmecken. Gut, ich schlage also diesen Hadith nach und ich sehe, die Belieferungskette ist nicht vollständig. Also streng genommen kann man das nicht als Beleg nehmen. Es gibt auch einige Gelehrte, die sagen, es gibt andere Hadithe, die diesen Hadith und dessen Bedeutung mit unterstützen. Aber unabhängig davon, die Gelehrten haben gesagt, die Bedeutung stimmt. Bedeutung stimmt. Jeder kennt die Unruhe des Herzens, wenn er sich dem Verbotenen widmet. Und das Herz kann sich nur sauber und gut fühlen, wenn es auch gut und sauber ist. Ja? Das ist also eine Aussage, die auf den Zungen sehr vieler der Geehrten gewesen ist, weil sie das vom Leben erfahren haben. Wir können das also etwas Erprobtes nennen, auch wenn es kein Hadith vom Propheten sallallahu alaihi wasallam ist. Aber die Botschaft ist klar. Wir müssen, um unseren Iman zu schmecken, ja, auch danach leben. Das gesündeste und leckerste Essen bringt uns gar nichts, wenn wir es nicht essen. Und wir wenden manchmal unsere Religion selber nicht an. Ja, wir sollen Hilfe, wir brauchen Hilfe von Allah. Allah Ta'ala sagt im Koran,
Ja, ista'inu bis-sabri was-salah. Und sucht Hilfe, macht euch stark durch Geduld und durch das rituelle Gebet. Machen wir das? Oft machen wir das nicht. Wir haben über die gegenseitige Beratung gesprochen. Holen wir manchmal Rat ein bei Leuten oder sind wir zu stolz dafür? Stichwort Stolz und Hochmut. Ja, machen wir manchmal nicht. Wie jemand mir sagte, der erst mit 19 lesen gelernt hat. Vorher hat er hat eine andere Geschichte. Ja? Er sagte, man muss den Honig kosten. Es genügt nicht, ihn zu studieren. Man muss den Honig kosten, es genügt nicht, ihn zu studieren. Lass uns unseren Honig kosten, liebe Geschwister. Unsere Religion, ja, lass uns mal so eine Kur machen, ja, die natürlich danach nie aufhört. So, ja, ich mach mal die 30 Tage, bete jeden Tag, 5-mal am Tag, in der richtigen Zeit Kur. Und dann mal sehen, was passiert. Und ihr werdet sehen, was passiert. Ja. Ihr werdet sehen, warum habe ich das nicht schon vorher gemacht? Ja, auch wenn es keine Pflicht wäre, ich würde es trotzdem weitermachen. Weil, ja, weil man das erfahren hat, liebe Geschwister. Wenn man das spürt. Worte von Imam Al-Ghazali, rahimahullah. Er sagt, wer auch immer meint, dass Iman durch systematische Theologie, Kalam, abstrakte Indizienbeweise oder wissenschaftliche Einteilungen zu erlangen sei, ist ein Erneuerer. Wie kann es sein, dass es Nicht-Muslime gibt, die in Aqida-Fragen vielleicht mehr geforscht haben und die muslimische Position besser vertreten und auch verteidigen können gegen anderen Positionen, gegenüber anderen Positionen, aber sie sind trotzdem keine Mu'minin oder keine Muslimin? Wie kann das sein? Ja? Weil auf diese Art einzig und allein kein Iman zu erlangen ist, liebe Geschwister. Im Gegenteil, Iman ist ein Licht, welches Allah in die Herzen seiner Diener wirft. Als Gabe und Geschenk von ihm. Manchmal ist Iman eine innere Angelegenheit, die unmöglich auszusprechen ist. Das sagt Imam Al-Ghazali, der Bücher geschrieben hat, die wahrscheinlich vom Boden bis zur Decke sich türmen würden und sogar vielleicht noch in das Stockwerk darüber gehen täten. Ja, tun. Und er sagt, Iman, manchmal kann man nicht sagen, manchmal kann man nicht drüber sprechen, aber es ist da als innere Angelegenheit. Subhanallah. Manchmal ist Iman ein Traum, während man schläft. Manche Dinge spüren wir im Traum, empfinden wir im Traum, realer als die Realität. Und wir wissen, es war eine Botschaft von Allah Ta'ala. Ein anderes Mal spürt man Iman durch den Zustand einer gottesfürchtigen Person, indem man die Ausstrahlung seines Lichts empfängt als ein Ergebnis seiner Begleitung und Anwesenheit. Deswegen ist es wichtig, liebe Geschwister, dass wir mit guten Menschen Zeit verbringen. Ja? Ist auch eine der Definitionen, wer ist ein Wali von Allah? Derjenige, mit dem man Zeit verbringt und er einen Allah Ta'ala dadurch näher bringt. Wenn man ihn sieht, bringt er einen näher zu Allah Ta'ala. Und dann gibt es Zeiten, da kommt der Iman durch das Zusammenfallen von Umständen zustande. Ja, Dinge so, das kann doch jetzt nicht sein, Subhanallah, ich habe gerade an dieses und jenes gedacht. Und auf einmal sehe ich oder höre ich oder kriege einen Anruf, Subhanallah. Ja, ich hatte mal vor kurzer Zeit den Gedanken gehabt, mal wieder bei Muslime helfen, was überweisen. Ja, dann wisst ihr, wie das Herz manchmal ist, man vergisst, man hat andere Gedanken. Und dann mache ich meine E-Mails auf und dann kriege ich so ein Newsletter von Muslime helfen. Ich sage, wenn ich dieses Zeichen jetzt nicht befolge, gleich mal Online-Überweisung gemacht. Ja? Und das hat meinem Iman gut getan. Alhamdulillah, danke Allah Ta'ala für diese Erinnerung. Ja? Wahrlich, ein Beduine kam ablehnend und ableugnend zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ich kenne diesen Hadith mit einem Juden. Aber als seine Augen auf sein Strahlen fielen, möge Allah ihn an Ehre und an Edelmut stets steigen lassen, sah er das Licht des Prophetentums und rief aus, bei Allah, dies ist nicht das Gesicht eines Lügners. Und er bat dann den Propheten darum, ihm den Islam zu erklären und nahm ihn direkt an. Manche Menschen kamen zum Propheten Muhammad und wollten mit ihm diskutieren, wollten ihm noch Fragen stellen, wollten ihn testen. Und dann sahen sie sein Gesicht und sagten, Subhanallah, lass ihn reden, ja, und nimm dann den Islam an. Weil der Iman so in ihr Herz eingedrungen ist durch diese Situation.
Deswegen, liebe Geschwister, Iman ist etwas, was wir von Allah Ta'ala erbitten müssen. Anflehen müssen, Allah Ta'ala. Dafür arbeiten müssen, das wertschätzen müssen. Wir alle leben in einer Zeit, wo wir, ja, wir opfern gerne auf. Diese ganzen Fitness-YouTuber und so, ja, du musst, ja, musst du einfach mal Disziplin, 70% Ernährung, 30% Training, oder hier das Abitur, oder hier der Realschulabschluss, oder hier die Ausbildung, ja. Irgendwelche Camps und Spielshows und such den Star hier und dort und, ja. Wir Menschen, wir mögen Herausforderungen, wir wollen an diesen Herausforderungen wachsen. Deswegen investieren wir Zeit und Geld und Mühe, ja, Blut, Tränen. Wir müssen auch unseren Iman genauso behandeln und sagen, ja, hier, ich gebe die 75 Euro aus für dieses Buch. Ich kaufe mir diesen 10-bändigen Koran-Kommentar. Ich gebe diese 10 Euro hierfür aus. Ich spende mal und gucke, dass mich die Bittgebete der Geholfenen dann auch erreichen. Ja, weil das Bittgebet eines Geholfenen, liebe Geschwister, ist sehr viel wert. Wenn ihr irgendwo 100 Euro investiert und diese Menschen sagen, oh Allah, bitte gib dem unbekannten Wohltäter deine Hilfe und Unterstützung, so wie er uns auch Hilfe und Unterstützung gegeben hat. Glaubt mir, diese Bittgebete erreichen euch. Wenn ihr mir nicht glauben wollt, dann lest den Koran und lest die Sunna und ihr werdet es bestätigt sehen. Subhanallah. Dass wir durch die Erfahrung, liebe Geschwister, diesen Islam nicht nur studieren, sondern auch erfahren. Aber das Studium ist ein Teil dessen. Lass uns Allah Ta'ala an dieser Stelle um Vergebung bitten. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Liebe Geschwister, auch ein Nachtrag von der letzten Khutba. Vielleicht, weil wir manchmal auch das Gefühl haben, wenn wir auf dem richtigen Weg sind, müssen wir immer Erfolg haben. Aber was bedeutet Erfolg? Und der Hadith, den musste ich vorletzte Woche auslassen aufgrund der Zeit. Auch jetzt wird es wieder einmal knapp. Der Prophet sagt, ich habe euch aus dem Koran vorgetragen, dass Allah Ta'ala die Gesandten unterstützt und die Mu'minin unterstützt und jeden Muslim unterstützt, der auch Allahs Sache, der zu Allahs Sache etwas beiträgt. Das habe ich euch vorgetragen. Und es gibt einen Hadith, wo der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, der ist im Sunan von Imam At-Tirmidhi enthalten und ist ein Sahih Hadith, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam bei der Himmelsreise Propheten getroffen hat und mit ihnen waren ein großes Volk, mit ihnen waren kleine Gruppen. Manche Propheten hatten nur ein oder zwei in ihrer Gefolgschaft gehabt. Und es gab Propheten, das kann einen verwirren oder soll einen auch erstmal irritieren, weil man sich dann fragt, ja, warum? Es gab Propheten, liebe Geschwister, وَلَيْسَ مَعَهُمْ أَحَدْ und niemand war mit ihnen. Könnt ihr euch das vorstellen? Am Tag des Gerichts, Propheten entsandt zu ihren Völkern und sie stehen da und niemand ist mit ihnen. Keiner wollte ihnen Glauben schenken. Subhanallah. Aber Allah Ta'ala sagt im Koran, وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ. Und es erging bereits früher unser Wort an unsere gesandten Diener. Wahrlich, sie sind es, denen Hilfe zuteil wird. Aber der Prophet hat in Anführungsstrichen kein Ergebnis, keine Gefolgschaft, nicht mal eine einzige Person, kein Kind, keine Frau, kein Mann, niemand. Was war also die Hilfe Allahs, die Allah Ta'ala garantiert? Wisst ihr, was die Hilfe Allah Ta'alas ist manchmal, liebe Geschwister? Dass man einfach mal selber auf der Wahrheit verbleibt. Manchmal kann man Umstände nicht bewegen. Manchmal kann man nichts verändern. Aber, Alhamdulillah, man blieb bei dem, was man als wahr von Allah Ta'ala empfangen hat. Und das ist auch eine Unterstützung. Wundert euch nicht, nicht alle Menschen werden herbeieilen zur Hilfe. Nicht jeder Mensch hat Zivilcourage. Nicht jeder Mensch lässt sich gerne überzeugen. Nicht jeder Mensch interessiert sich überhaupt für Religion.
offenkundig, innerlich schon, er wird nicht davon wegrennen können. Aber allein, dass wir, Alhamdulillah, an unsere Gebete denken, dass wir bereuen, wenn wir sündigen, allein das ist schon eine Unterstützung von Allah Ta'ala, liebe Geschwister, in diesen schwierigen Zeiten. Und das dürfen wir niemals vergessen. Iman zu haben bedeutet nicht automatisch, dass man um sich herum die Welt verändern werden kann. Manchmal ist das nicht geschrieben. Vielleicht wird man das Schicksal eher dieses Propheten teilen und scheinbar in der Welt wenig bewirkt haben. Aber es geht darum, dass wir selber, liebe Geschwister, diesen Auftrag, den Allah Ta'ala an uns gerichtet hat, ernst nehmen und versuchen, das Beste daraus zu machen. Und Allah Ta'ala wird uns nicht den Ergebnissen nach bewerten, sondern danach bewerten, was wir versucht haben zu tun. Ja, wir kommen zu den Durchsagen. Die Kontonummer der Moschee hat sich geändert. Ja? Also diejenigen, die bereits überweisen, bitte achtet auf den Text auf unserer Homepage. Und diejenigen, die vielleicht auch nicht regelmäßig überweisen, ja, holt euch die richtige Kontonummer, inshallah. Es gibt Falafelverkauf für das Moschee-Kaufprojekt im Hof. Und ansonsten schaut auf iisev.de. Und das hier ist eine, wie gesagt, DVD, 410 Minuten, könnt ihr nachrechnen, wie viele Stunden das sind. Und dann Allah Ta'ala um Vergebung bitten für all die CDs, die ihr ansonsten in eurem Leben gekauft habt, ja, die vielleicht nur eine Stunde gingen, ja, und die nicht den Propheten behandelten, sallallahu alaihi wasallam, sondern mal andere Dinge. Ja. Wir breiten mal den barmherzigen Mantel des Schweigens darüber. Schaut auf unsere Homepage, besucht den Infoladen und lasst uns nun Allah Ta'ala bitten, wie wir ihn niemals gebeten haben. Ja Allah, ja Aziz, ja Rahman, ja Rahim, ja Malik, ja Quddus. O Allah, wir bitten dich mit all deinen Namen. O Allah, bitte stärke unseren Iman. Ja Qawi, ja Matin. O Allah, bitte schenk uns Quwa. O Allah, bitte schenk uns Stärke. O Allah, bitte schenk uns, ja Afu, deine auslöschende Vergebung. O Allah, bitte weiße unsere Bücher. Entferne die darin verzeichneten Sünden. Reinige unsere Herzen, O Allah. Bitte füge das Herz eines jeden Einzelnen von uns in das große, gesegnete Herz der Umma, O Allah. Und lasse unsere Hände dabei sein, wenn es darum geht, dass die Umma mit einer Hand handelt. O Allah, bitte rechtleite auch all diejenigen, in denen du Gutes siehst und benutze uns als ein Instrument, als ein Werkzeug, welches du nicht nötig hast, aber als Gnade uns gegenüber, O Allah. Allahumma amin. O Allah, bitte segne den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seine Familienangehörigen und seine Gefolgsleute. Lass uns zu den Letzteren zählen, ja Allah, Allahumma amin. O Allah, bitte für alle Menschen, die hart geprüft werden von dir, weil du sie liebst, O Allah, und weil ihre Stufe des Imans dies auch möglich macht, die Krieg durchlitten haben und durchleiden, die in Gefangenschaft geraten sind, die hungern, die medizinische Versorgung brauchen, die seelischen Beistand brauchen, O Allah, bitte helfe ihnen und lasse unser Leben ein Teil, eine Verwirklichung deiner Hilfe, deines Beistandes sein. O Allah, bitte schenke uns Selbstbestimmung, auf dass wir dir allein dienen dürfen. Allahumma salli wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.